Andererseits, vielleicht wird es jetzt doch noch lustiger, beginnt heute natürlich auch der Parteitag unserer Freunde von der CSU. Da wird morgen Mr. Laber-Laber wieder im Amt bestätigt. Und natürlich werden die ollen Gemsenschänder ein weiteres Mal ihre komische... Das ist die normale Bezeichnung. Ihre komische PKW-Maut für Ausländer feiern. PKW-Maut für Ausländer, obwohl, wie heißt es noch genau? Sie sagen Maut für Ausländer. Nein, heute. Maut für nicht in Deutschland zugelassene Fahrzeuge. Ja. So. Oder anders gesagt, Maut für Autos mit Migrationshintergrund. So, und die Kanzlerin Angela Merkel, die hat gerade rein pädagogisch wirklich einen Riesenfehler gemacht. Die PKW-Maut kommt nämlich als Arbeitsauftrag in den Koalitionsvertrag. Dabei weiß doch jeder, Bayern und andere psychisch Kranke nie bestärken in ihrem Irrsinn. Verkehrsminister Ramsauer hat überhaupt kein Konzept für den Quatsch. Ich wollte von Ihnen ein Konzept. Entschuldigung, ich wollte von Ihnen ein Konzept, nicht eine Seite. Auf einer Seite lächerlich. Dann haben Sie gesagt, Sie sind, das ist Ihnen zu wenig. Also die eine Seite, ich bin froh, wenn ich nicht zu viel lesen brauche. Ja, Peter, das merkt man leider, dass du nicht so gerne liest. Ja, hier ist übrigens sein Originalkonzept zur PKW-Maut. Auf einer Seite hat er alles zusammengefasst. Ausländer zahlen, das hat er schnell noch im Schulbus geschrieben auf dem Weg zu Anne Will, meine Damen und Herren. Meine Fresse, Ramsauer. Die EU, Brüssel, hat klar gesagt, ihr dürft uns Deutschen die Maut nicht über die Kfz-Steuer zurückgeben. Und sie haben auch gesagt, ihr dürft uns nicht alles zurückgeben. Das heißt übersetzt, wir zahlen in jedem Fall auch. Jetzt gibt's halt einfach zu. Wo kriege ich das zurück? Über die Kfz-Steuer oder über eine andere Steuer? Haben Sie das im Sinn? Das nehmen wir uns vor. Ich lass mich von Ihnen jetzt nicht in das Klein-Klein Unterholz reinlocken. Oh, also, wissen Sie, warum? Oh, das ist nicht das Klein-Klein Unterholz, das ist die entscheidende Frage. Sonst ist es nämlich eine Maut für alle Ziegenpeter. Du kannst doch nicht... Ich habe einfach nicht die Geduld, dem das zu erklären. Dafür brauche ich leider einen ausgebildeten Sonderschullehrer. Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich schaff's einfach nicht. Ich bin nicht in der Lage, es Ihnen zu erklären, aber Gernot, ganz wichtig, das hatten wir besprochen, wir erklären es dem Peter geduldig und lieb. Natürlich. Hallo Peter. Ich weiß, von zu viel Zahlen kriegst du immer Kopfaua. Aber schau mal, nur 7% der Töff-Töffs auf deutschen Straßen werden von Ausländern gefahren. Es müssten aber 25% sein, um auf 800 Millionen Euro zu kommen, die in deinem, sagen wir mal aus Spaß, Konzept stehen. 7? 25? Fällt dir was auf, Peterle? Nein? Macht nichts. Dann machen wir es noch einfacher. Überleg mal, wer dir diese 800 Millionen ausgerechnet hat. Das war die Firma, die dir das Mautsystem verkaufen will. Verstehst du? Die lügen dich an, weil die... Ach, ist ja auch egal. Denkst du eigentlich, wir wissen nicht mehr, dass du schon 2009 versucht hast, eine PKW-Maut für alle einzuführen? Glaubst du, wir haben das vergessen, nur weil du immer alles vergisst? Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Doofe. Einige meiner besten Freunde sind Doofe. Meine Frau ist sogar total doof. War das lieb genug? Ich fand's super. Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren, vielen Dank. So. Ich frag mich aber gerade schon in einem kurzen selbstkritischen Moment, ob wir da jetzt vielleicht ein bisschen hart waren zu Peter Ramsauer. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Mann gar nichts kann. Er ist zum Beispiel, das wissen viele gar nicht, ein hervorragender Pianist.
Wow. 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 Weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sage Gänsehaut am ganzen Körper.